Hier ist wieder mit Spawn XY, einfach mit sie. Jetzt geht's weiter mit Scrap Mechanic Survival. Ich habe vergessen, Aufnahmeknopf zu drücken, aber jetzt sind wir bei 254. Wir wurden angegriffen. Ich glaube, da habe ich vergessen aufzunehmen. Und die haben hier uns ein bisschen was durchgeschossen. Und jetzt geht unser Wasser wieder. Nee, die haben mich die Leitung hier weggeschossen. Und jetzt kann man die ganze Strippe neu ziehen von da unten. Kein Wasser mehr nach hier oben. Das kotzt ihn so an, dass sie dann, wenn so eine Leitung kaputt ist, dass man alles wieder neu machen muss. So nervig. Und einen Haufen Löcher haben sie uns wieder reingeschossen. Naja, hab schon halbwegs repariert, aber egal. Das ist ekelhaft. So, halt. Wir werden gleich wieder neu angegriffen. Und wir machen unsere Türen erstmal. Ich glaube nicht, dass es funktioniert. Okay. Natürlich ist wieder alles verkehrt rum. Das ist halt das, weil es so sehr dick ist, ne? Aber die quetschen sich hier zusammen. Okay, das kann man lassen. oder? Ne, die haben uns ja vor uns alles zerschossen wieder. Wir haben kein Wasser mehr. Was mich noch mehr ankotzt. Nur weil sie die Leitung kaputt geschossen haben, kann man alles wieder neu legen. So, wie lange müssen wir warten? Ach, so nervig. Ne, Essen haben wir da. Und gleich werden sie wieder kommen. Na los. Da sind sie schon. Was ein bisschen nervt im Spiel ist die Kollisionsabfrage. Manchmal denkt man, schießt hier vorbei und dann Quatsch. Es geht irgendwie in den Berg rein. Ja, die haben irgendwas wieder getroffen. Ich höre es gerade. Krise bei den Dingern, ey. Nee, da ist er gar nicht. Das sah nur so aus. Also mein Plan ist, ich will die Türen fertig machen. Und dann machen wir eine ordentliche Abwehranlage. Und Kartoffeln müssen wir sehen. Wasser legen müssen wir auch. Was wir alles machen müssen. Wie gesagt, dass wir ein Wasser neu machen, das kotzt mich am meisten an, weil das war fast eine Arbeit von 10 Minuten. Weil wir so eine lange Leitung haben.
Okay, Mittel. Weiter kommt die Schießdinger gar nicht mehr. Das ist okay. Dafür hat man zu wenig gehabt. Nur gut. Angebaut. Ich hasse das. Doppelt gemobbelt alles zu machen. Wir müssen hoch runter, hoch runter. Das ist so nervig jetzt wieder. No, jetzt ist es abgegangen, weil wir zu weit weg waren. Och Mann. Ich krieg einen Hals. Was ist denn das? Ich krieg einen Hals. Ich hätte nie gedacht, dass sie ihr durchschießen, ey. Wir machen jetzt erstmal die Tür und das müssen wir dann mit den Stahldingern machen. So kann man ja gleich bearbeiten. Das ist. Kann man schon mal hinlegen. Okay. So, und den Knopf tun wir dann mit den hier erstmal verbinden. Aber wie machen wir das, dass es so getrennt werden kann? Ne, wir müssen machen, dass die Türen größer aufgehen. So. Genau. Kommst du uns nur wieder rein? Ach, wir machen unten. Wir machen hier ein unten. Nee, ein oder? Und. Das machen wir da, nee, dahin. Und dann erst darf es funktionieren. Wir müssen erst die Türen aufmachen. Und dann darf ich das zusammenklappen. Okay. Ja, dann leuchtet es. Genau. Genau, wir machen das so. Warte mal. Ich hasse das. So fühlt wieder die Hälfte. So. Okay, da ist das schon mal richtig. Kann man das ein bisschen weitermachen? 90, 90.
90, 90. Okay. Aber ihr könnt nicht richtig zusammenklappen. Weil die Tür dahinter ist. Fünf, drei. Genau. Jetzt kommen wir nämlich hier ran. Das ist bescheuert. Das haben wir nicht beachtet. Hier klappt's, aber da klappt's nicht. Okay. Ich mach mal wieder so einen Knopf hin. So. Dahin machen. Und dahin machen. Okay. Wir müssen hier. Okay, vielleicht kriegen wir das ja mal rein. So, dann. Oh, das sieht gut aus. Okay. So, wieso haben wir denn so viel Zeug drin? Ah. Na, Kopf muss weg. Der Kopf muss weg. Okay. So, da passt das ja ordentlich hier rein. Moment. Hier haben wir die Tür auch mitgenommen. Aber habt ihr gesehen, was passiert? Das ist cool. Das ist cool. Das ist cool.
Das muss ein Oder sein. Das gefällt mir nicht ganz so. Nee, das muss kann raus, weil das sollte ja eigentlich mit denen jetzt selben verbunden sein. Cooler was, aber wenn es nach innen klappen würde, oder? Ich will eigentlich nur, dass es von außen angeht. Aufgeht? Nee, eigentlich soll es nur von innen aufgehen. Ah, das ist eine Art Sicherheitsschaltung. Wenn da nämlich nicht geht, wenn die Türen nicht offen sind, geht er unten erst dann, wenn der obere off ist. Okay. Und dann müsste der ja ein bisschen schneller aufgehen. Dann brauchen wir den eigentlich gar nicht. Okay, nochmal zurück.
Okay. Nee, ja, da. Wir dürfen nie unterschiedlich schnell sein. So. Fertig. Eingeklappt. Das sieht doch okay aus, oder? Guck mal, wie viel da wieder fehlen, ey. Wie ich das hasse. Ja. Wenn ich den ausschalte, gehen nur halt nur die Mitteltüren auf und zu. Und die Türen lassen sich halt nur von innen, weil es ist ja. Ja. Oder wir machen das halt dann hierher dann. Und wir machen den Schalter hierher. Warte mal, wir haben hier noch. So. Okay. Wie gesagt, oder wir machen den Schalter hierher. So, hierher machen. Ein bisschen drehen. So. Wenn wir den da anmachen, ist der immer noch so, dass er erreichbar ist. Wenn wir den komplett aufmachen, ist er nicht mehr erreichbar. Okay, also müssen wir den doch hierher setzen. Ne, hierher. Okay, wir müssen ihn hier ersetzen. Okay, wir setzen den dahin. Ja, wo haben wir den Schalter jetzt? Hier. Sehe ich den Schalter wieder nicht. Da. Da. Okay. Türe auf, Türe zu. Ja, das wird so sein. So kann man von außen innen aufmachen. So. Und das geht nur auf, wenn der auch an ist. Okay, aber wie ist es? Der geht von der Außen aus schneller.
Jetzt klappt das besser. Okay. Das haben wir fertig. Das sieht gut aus. Jetzt müssen wir mal den blöden Strüppe ziehen. Ah, ich hasse die blöde Strüppe ziehen. Aber das machen wir beim nächsten Teil. Ich sag hier erstmal Tschüss und Bye-Bye, euer Mölzi.